Hi Leute und willkommen zurück bei einer neuen Folge Dead by Daylight am Wochenende. Und hier ist auch direkt die nächste erste Überlebende, die wir hier antreffen. Und oh, auch der erste Generator. Na, das fängt ja gut an hier. So, muss aber auf jeden Fall jetzt hier die Lage im Blick halten und darauf achten, wem wir hier als Killer begegnen werden. Und bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Oh, Moment. Da vorne wurde der erste Überlebende getroffen. Ach, wer könnte es sein als Gegner? Wow, das war mein Fehler. Ah, tut mir leid. Ah, es ist auf gar keinen Fall der mit der Kettensäge, weil das hätten wir ansonsten gehört. Michael ist es auch auf gar keinen Fall, sonst hätten wir die Musik von Michael gehört. Lullaby. Ah, ist auf gar keinen Fall Lullaby. Ah, wer könnte es sein? Ist es der Doktor? Nein. Ja, mal kurz hier den Kasten reparieren. Und dann zum Überlebenden eilen. Aktuell liegt er noch auf dem Boden. Ja, jetzt ist er am Haken. Aber da können wir jetzt jede Sekunde hinlaufen. So, Moment. Das hier noch. Gut, den ersten Generator hätten wir. Ach, der wurde auch sofort befreit. Na, das ist doch sehr gut. Und mal kurz gucken. Wo ist der Killer? Hallo? Guten Abend, Mr. Killer. Ah, es ist doch Lullaby. Hört ihr das Summen? La 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 Lullaby. Moment, mein Katzenperk hat sich gerade gemeldet. Okay, Lullaby ist da vorne beim Überlebenden. Ja, wir könnten dem Überlebenden jetzt normalerweise zur Hilfe eilen. Ich würde sagen, das machen wir auch, ne? Ach, er läuft weiter. Na, dann ist ja alles okay. Wo ist der Killer? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, gehen wir jetzt zu dem Generator da vorne oder hinten rüber? Ich würde sagen, wir gehen zu einem ganz anderen Kasten. Weil die Lage ist mir hier ein bisschen zu heikel. Ach, da vorne hätten wir einen. Na, das ist super. Gut, dann bleiben wir erstmal hier. Ist ein bisschen hell hier auf der Karte, ne? Zu wenig Nebel. Oh, der nächste Generator wurde repariert. Und ein Überlebender hängt am Haken. Oh nein. Ja. Sollen wir jetzt sofort hinlaufen? Ach, Moment, der hat bereits die Hälfte verloren. Ja gut, also von der Zeit her wäre das eh zu knapp. Da müssten die anderen Überlebenden normalerweise hingehen. Denke mal, dass sie näher sind als meine Wenigkeit. Und der Person da hinten helfen, ne? Ah, das... Wären wir nur noch zu dritt. Und ich mache hier auch einen Krach heute, Leute. Mein Ball da vorne, Lullaby? Nein, oder? Oh, der Überlebende wurde befreit. Na, das war aber sehr knapp. Da vorne kommt noch einer, zu Hilfe geeilt. Huhu, helf mir mal. Was macht denn die Blondine da? Soll auch mal was machen? Ah, der eine liegt wieder, aber wenn er jetzt nochmal am Haken hängt, dann ist er sowieso... tot, also können wir da eh nichts dran ändern jetzt. Ja, jetzt ist er weg vom Fenster. Und da waren es nur noch drei. Gut, das hätten wir auch. Oh, wir sind aber flott unterwegs heute, Leute. Wow. Gut, ab zum nächsten Generator. So, den hätten wir da vorne. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Lullaby jetzt vorbeikommt. Nee, da vorne liegt jetzt der nächste Überlebende. Ja gut, sollen wir jetzt hier bleiben oder den Überlebenden helfen? Ist das die gute Frage, ne? Ich meine, zu zweit sind wir hier an einem Kasten so oder so viel flotter unterwegs. Könnten wir normalerweise komplett reparieren und dann den Überlebenden zur Hilfe eilen? Ja doch, ich würde sagen, das machen wir so. Der am Haken, der hat so oder so noch genug Zeit. Doch, das kriegen wir hin. Immer positiv denken. So, solange jetzt keiner hier einen Fehler macht, können wir dann sofort rüberlaufen zum Überlebenden. Ja, ist doch ein super Plan, oder? Und... Ding Dong. So, das hätten wir auch. Ab zum Überlebenden. Aber die Frage ist nur, ob der Camper, also Lullaby, jetzt vor dem Überlebenden am Campen ist, oder ob wir da in aller Ruhe hinlaufen können. Na, gucken wir einfach mal. Lullaby, wo bist du? Lullaby!
Ich probiere es einfach. So. Hey! Ach, und da vorne ist auch der Haken. Die Luke, so rum. Was ist denn jetzt mit Claudette hier los? Oha! Wieso ist das Bild so grau? So nebelig. Hallo? Was ist denn das für ein Filter auf einmal? Ah, das ist gar nicht Lullaby. Oh mein Gott. Ich habe mich ja mega vertan. Das ist ja gar nicht Lullaby. Ah, das ist Freddy. Ah, ich bin auch irgendwie ein bisschen neben mir heute. Das ist ja gar nicht Lullaby. Das ist Freddy die ganze Zeit gewesen. Ah, das ist mir hier ein bisschen zu grau, Leute. Ich müsste mal ein bisschen Filter reinsetzen. Ey, wieso hat er mich gesehen? Ich war da hinter Baum. Das ist unfair. Ah, Moment. Ich glaube, ich bin ja eh jetzt in dieser Traumwelt gerade von denen, ne? Ich habe ja die volle Ladung von denen abbekommen. Deswegen konnte der mich auch sehen. Moment. Ja, Selbstheilung bitte. Ich habe keine Lust auf diesen grauen Filter hier. Nee, das ist mir hier ein bisschen zu grau. Ich hätte ganz gerne wieder ein bisschen mehr Farbe. Oh, Moment. Überlebender wurde da unten im Keller aufgehangen. Ah! Komm mal hin, Claudette! Leg dir das Pflaster an! Mit Marienkäfermuster! So. Noch ein Generator. Ah, der eine ist draufgegangen. Ups, habe ich gar nicht mitbekommen. Na gut, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Und Moment, ich bin wieder ganz normal drauf. Claudette sieht wieder alles in Farbe und in 4K. Okay, nur in 1080, aber auch egal. So, nächster Generator. Und wo ist die Blondine hin? Moment, Freddy. 1, 2, Freddy kommt vorbei. 3, 4, er steht vor deiner Tür. 5, 6. Wie geht das Lied weiter, Leute? Also, wenn das jemand weiß, einfach bitte kommentieren. Ich weiß nur 1, 2, Freddy kommt vorbei. 3, 4, er steht vor deiner Tür. 5, 6, keine Ahnung, ich habe den Text vergessen. Also, wenn das jemand weiß, wie das Lied weitergeht von Freddy, dann ab damit in die Kommentare. Und so, Generator, Generator. 1, 2, Generator, wo bist du? 3, 4, wir gehen jetzt alle drauf. Oh nein. Und wo ist Freddy? Und wo ist die Blondine? Hm. Wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein vor Freddy und müssen die Blondine finden und den nächsten Generator. Na, haben wir aber viel Arbeit vor uns heute. So. Der da vorne wurde bereits aktiviert. Moment, ich würde sagen, wir laufen einfach so außen rum. Der Freddy, der hat ja auch so dunkle Klamotten an. Man kann ihn ja auch kaum erkennen, so, also meiner Meinung nach. Dann noch der ganze Nebel hier. Na. Ja, gut, da hinten auf der anderen Seite sind noch Generatoren. Generatoren, die wir reparieren können. Moment, hier ist das Feld mir ein bisschen zu frei. Ich will auf gar keinen Fall da langlaufen. Nee, das ist mir ein bisschen zu offen, das Feld da. Dann nehmen wir einen anderen Weg. Kurz hier lang. Moment, da lang, Claudette. Ja, die Frage ist nur, wo ist die Blondine hin? Was macht die gerade? Also wenn die gerade einen Generator repariert, dann ist das ja super, aber... Oh, sie wurde entdeckt. Da vorne ist sie, okay. Ja, da müssen wir... Dann gehen wir doch den anderen Weg. Nee, nee. Das ist keine gute Idee, da direkt dem Freddy in die Arme zu laufen. Nein, nein. Ist da ein Kasten drin? Nein. Jetzt hat Freddy mich gesehen. Katzenperk? Hallo? La la la. Oh nein. Jetzt liegt die da. Ich werde dir aber sofort helfen. Ah nee, das ist gar keine Blondine, oder? Komm runter. Doch, das ist die Blondine. Ah! Geh weg, Freddy. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Wir werden keine Freunde auf Facebook, nein. Wir werden niemals Freunde sein auf Facebook. Nein, niemals. Oh nein, die Blondine liegt wieder da. Und Moment, wir müssen uns erstmal heilen hier, Leute. Komm, Claudette, mach doch mal was. Ach nee, die kann gar nichts machen. Okay, ich werde aber... Ich denke mal, Freddy kommt wieder hier hin. Gehen wir kurz in Deckung. Ah nee, da vorne wurde sie aufgehangen.
Aufgehangen? Aufgehängt? Aufgehangen? Rein mit dir! Das war knapp. Oh, geh doch mal woanders hin, Freddy. Und ich will auch keine Freundesanfrage von dir. Auf anderen sozialen Plattformen. Nein, Freddy. Okay, wir müssen ihr helfen. Boah, geh doch mal weg, Mann. Oh mein Gott, das wird mega knapp. Mann, bitte, bitte, hol sie runter. Okay. Ah, jetzt liegen wir dafür am Boden. Oh nein. Puh. Na gut, aber ich will halt niemanden hier zurücklassen. Ja? Das wäre ja halt kein gutes Teamplay, wenn wir einfach davonlaufen würden und die Luke nehmen würden. Nee, nee, nee. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier in der Hecke. Im dunklen Gras liegen. Hier kann uns eh keiner sehen. Moment, so, das ist doch ein guter Platz, oder? Hier vorne so. Okay, erstmal erholen. Ich habe keinen Plan, ob die Blondine ein Medipack dabei hatte. Oder was die jetzt überhaupt vorhat. Kann auch sein, dass sie uns einfach links liegen lässt, wie eine kalte Kartoffel. Das kann auch sein. Aber wir werden sehen. Wir müssen jetzt so oder so abwarten. So, Claudette, machen wir hier die Erholung. Freddy hat mich wohl gar nicht gefunden, oder? Oder Freddy läuft der Blondine hinterher. Ja, das kann gut sein. Ja, finde Hilfe. Ja. Sehr witzig. Ich würde sagen, dann krabbeln wir mal ein bisschen weiter weg. Irgendwo in eine dunkle Ecke. Wo ist Freddy? Plan, egal. Moment, ich habe gerade das Summen gehört. Freddy, wo bist du? Ich würde sagen, wir bleiben hier liegen. Doch, wir sind total undercover hier. Claudette hat eine super Tarnung. Oh nein! Blondine liegt am Boden. Na super. Ich würde sagen, diese Runde hier wird dann wohl heute negativ für uns ausgehen. Oder wir haben noch Glück und die wird sich irgendwie von selbst befreien. Das kann auch sein. Oder ist sie jetzt auch davon gekrabbelt und Freddy muss uns auch suchen jetzt alle? Findet keinen mehr von uns am Boden? Na super, ey. Na gut, aber man kann ja nicht immer gewinnen, Leute. Ne? Das wäre ja auch ein bisschen langweilig so. Was ist jetzt hier los? Die krabbelt auch davon und... Ah ja, jetzt ist der Rabe hier über mir. Ne, Moment, wir müssen weiter krabbeln. Geh weg, Rabe! Ey! Geh woanders hin. Böser Rabe, du. Ja, was macht Freddy denn da? Der müsste uns normalerweise einfach nur aufheben, an den Haken hängen und das war's dann für uns. Oder hat er uns aus den Augen verloren? Ja gut, wir überleben da. Wir könnten uns jetzt auch einfach gegenseitig in die Arme krabbeln. Aber das bringt uns irgendwie gar nichts, ne? Ach, du blöder Vogel. Kack jemand anderen auf den Kopf. Sehr gut, jetzt ist er weg. So. Ich höre da gerade das Summen. Wo ist Freddy? Ja, was macht denn der Killer da? Der kann uns doch nicht einfach jetzt hier liegen lassen. Dann geht die Runde nie vorbei. Ich würde einfach mal da vorne zum anderen Überlebenden krabbeln. Und dann krabbeln wir einfach im Kreis, wie die Ameisen oder wie die Marienkäfer. Hä? Was soll das denn hier vom Killer? Mayday! Ah, da vorne ist Freddy. Ja gut, dann hat er uns doch wohl aus den Augen verloren und sucht uns gerade. Oder der macht das extra. Lässt uns extra hier eiskalt liegen und verrecken. Das kann auch gut sein, ja. Ach, wir sind jetzt eh so gut wie tot. Okay, das war's dann mit uns. Na, das war für heute keine gute Runde, aber wir können ja nicht immer gewinnen.
Und würde einfach mal sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Leute!